Make it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. All I never hour of the hour work is never over. Und wenn man was Tolles geschafft hat, wie zum Beispiel einen Endgegner besiegt hat, dann gibt's eine Lootbox. Und was die Lootbox dann so kann, hier von Get Digital, denn da gibt's nämlich was richtig Cooles, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Herzlich willkommen bei den Dampflotern auf Dampflotter TV. Ich bin Kollege Nummer 1, das ist wie immer Kollege Nummer 2 und heute mal Vape Stuff parallel. Aber heute geht es hauptsächlich um das Thema Lootbox von getdigital.de. Wir haben schon lange nichts mehr gemacht, was so quasi überhaupt nichts mit Dampfen zu tun hatte. Das letzte Mal war die sauren Süßigkeiten und irgendwie haben wir das vermisst. Und nachdem in letzter Zeit auch so ein paar Fragen zu den neuen Nerd-Shirts kamen. Genau, vor allen Dingen, wo kommt das her, wo kommt das her? Also das Messe, hier ist ja Shirtinator. Selbst gemacht, aber wir haben auch andere coole Nerd-Shirts, die du da meistens trägst in den letzten vergangenen Reviews. Und meistens lautet die Antwort, ich habe es aus der Lootbox und die gibt es bei getdigital.de. Und Disclaimer, es ist nicht gesponsert. Nein, er kauft das wirklich. Die kaufe ich mir selbst. Also er hat ein Abo abgeschlossen, da wird Geld abgebucht von seinem Konto, da wird nichts also drauf bezahlt. Nicht gesponsert, ja? Deswegen steht hier auch nirgendwo Werbung oder sonst was. Ihr kriegt auch keinen Gutscheincode, um irgendwie einen Rabatt zu kriegen. Nein, wir wollen euch einfach nur zeigen, was das für eine coole Scheiße ist. Und vielleicht gefällt es euch auch, dann machen wir es im nächsten Monat nochmal. Aber grundsätzlich, ich habe einfach Spaß an so Nerd-Sachen. Wir nennen das Content-Erweiterung. Genau. Und getdigital.de ist ein cooler Shop für so extrem viel Nerd-Stuff. Ja, oder auch, gut, da hilft nichts, aber so eine BB-8-Figur, 1000 Sachen. So viel cooles Zeug. Richtig und coole Nerd-Sachen. Aus dem Sortiment, oftmals auch Lizenzprodukte, finden sich random irgendwelche Sachen in der Lootbox. Das ist jetzt die Lootbox für den Monat Juni 2019. Wenn ihr Interesse habt, einfach mal auf der Webseite vorbeigucken. Die Lootboxen gibt es in 3 Modellen. Einmal ein einmaliges Abo, zahlt er 35 Euro für die Box, dann 3 Monate Abo. Also ein Quartal, dann pro Monat 30. Genau, also 29,95, rechnet jeweils 5 Cent weg. Und wenn ihr ein ganzes Jahr nehmt, dann 24,95. Das Ganze lässt sich auch noch upgraden, einmal pro Monat oder für das komplette Abo. Dann bekommt ihr für 10 Euro roundabout, also zwischen 9 und 11 Euro, nochmal Goodies im Wert von mindestens 20 Euro dazu. Grundsätzlich übersteigt der Wert in der Box immer den Kaufpreis. Und was wir dieses Mal drin haben, also ihr seht es. Er hat das aufgehoben, er hat gesagt, das Ding ist noch OVP. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ich bin gespannt wie Schmitz Katze. Übrigens, das Ganze gibt es auch für Damen. Und zwar von, weiß ich nicht, der ist auch so eine Damen-Lootbox. Es gibt auch, sag ich mal, geschlechtertrennungsmäßige Lootboxen. Ja, es gibt da aber inzwischen, das macht einfach Mode. So ähnlich wie die Vape-Wunderbox, wo du einmal im Monat eine Liquid-Packung, Liquids zugeschickt bekommst, um dich durchzusnacken. Und das hat es halt hier eben nur für coolen Nerd-Kram. Auch mal ganz lustig, weil es sind teilweise richtig coole Sachen dabei. Du hast letztens ein Trivial Pursuit dabei. Ein Cluedo. Ein Cluedo. Im Mai war Game of Thrones. Game of Thrones. Ihr wisst es, vielleicht, wenn ihr Fans seid. Nein. Ich will selber schon aufmachen. Da gab es ein Cluedo mit Game of Thrones. Mega. Allein das ist bestimmt schon 30 Euro oder so wert. Gut. Oh, geil. Nee. Wir machen das jetzt anders, Leute, weil sonst wird der Ton einfach scheiße. Wir stellen das Ding hier neben uns. Nee, das ist ja mega. Voll geil. Warte, ich komme hierher. So. Okay, warum wir gerade so. Also, das erste Item, was ich gesehen habe. Ihr kennt doch alle. The Legend of Zelda. Geil. Ah, richtig geil. Also, ein Bierkrug. Ein Zelda-Bierkrug. Schildglas. Das Schildglas. Da ist voll das Schild drauf, was Link immer hat, der hat sich verteidigt. Mega! Ihr habt doch bestimmt immer Gameboy gespielt, oder? Meistens hast du dann auch noch so Figuren dabei. Geil! Und das ist jetzt Family Guy, Peter Griffin. Von Coop Rose, das ist so ein Lego-Imitat, mehr oder minder. Das ist also zum Zusammenbasteln nochmal tatsächlich. Ja, finde ich auch ganz nice.
Natürlich gibt es auch, nein, das mache ich zum Schluss, gibt es auch immer... Er lässt mich nicht in seine Lootbox greifen. Nein, du darfst ja immerhin mit als erster sehen, also. Wow. Und dann gibt es noch ein Nerd-Shirt. Ich habe selber noch nicht gesehen. Das ist geil. Das ist richtig geil. Wartet, Leute, ich zoome rein für euch. Mega, ein bisschen runter. Also, das ist für Star Wars Fans besonders interessant. Nach dem Motto, das sind nicht die Androiden, die ihr sucht. Ja, du hast ja den Terminator hier aus 42, Wall-E hier, C-3PO. Nein, es ist nicht Wall-E. Nee, wer ist denn das? Wer ist denn das neben dem C-3PO? Ah doch, da, ich dachte, du, ja jetzt sehe ich ihn auch. Ich, von hier aus dann haben wir noch den Bender hier von Futurama und dann haben wir noch einen Cyclone von Battlestar Galactica. Zylon, normalerweise. Zylon. Auf jeden Fall gefällt mir sehr gut. Könnt ihr übrigens auch in eurer Größe wählen, zumindest bis zu einer gewissen Größe. Auch Lady-Shirts sind normalerweise verfügbar. Das ist lecker, was ist das? Was ist das? Was? Stuhl! Geil. Get Mega Digital geil. Hat auch eigene Produktserien. Das sind hier Stuhlbeinsocken. Klingt erstmal komisch, aber wenn ihr eurem Stuhl mal warme Füße verpassen wollt, mega geil. Ja, es ist auch ein Kratzschutz so ein bisschen und ja, das sind Katzenpfoten. Ja, logisch, das ist ein Kratzschutz, aber geiler Kratzschutz. Das ist aus ihrer eigenen Produktserie. Ja, dann hast du meistens noch so, ja. Man kann zum Beispiel upgraden auf ein zweites Loot-Shirt oder wenn ein Hoodie, wenn man das möchte. Also ihr habt sehr viele Optionen, das zu customizen. Dann sind oft noch so kleine Tütchen bei. Eine Brotbox, eine Brottüte. Ja. Das Tolle ist bei der Lootbox ist, du kriegst das jeden Monat und du freust dich, okay, wenn sie kommt, was wird dieses Mal drin sein. Erkennst du das? Sagt mir irgendwas, ja. Von also ist das von irgendeinem Game oder sowas? Ich erkenne es jetzt ganz ehrlich gesagt gerade nicht. Wer es weiß, runter damit in die Kommentare. Normalerweise gibt es dann auch noch... Egal, gucken wir gleich nochmal. Geil. Du hast meistens auch noch einen Pin mit dabei. One up. Warte mal, ich gehe wieder an. Warte. Geil. Der One-Up-Pilz von Super Mario. Ja, ja, wir haben auch schon mal ein Video gemacht mit so Nahrungsergänzungsmitteln. Es gibt dann halt auch oftmals Süßigkeiten aus aller Herren Länder. Und da haben sie wieder was mit... Kommt die erstmal gleich. ...mit beigepackt. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ratski oder Ratschki. Ich kenn's nicht. Hab mal braunen Kopf. Könnte so ein Milch-Himbeer-Bonbon sein oder so. Ich heb mir meins auf, weil ziemlich... Das erschließt sich mir gerade nicht, was das... Also, das verstehe ich nicht. Kann deine Waffe sein. Was ist das? Okay. Wer weiß, was das ist, kriegt von mir... Dankeschön. So, was ist das? Keine Ahnung. Das finde ich jetzt wiederum ziemlich geil. Magst du Pie? Der Pie-Kuchen. Also eine Pie-Backform. Eine Backform. Für einen Pie-förmigen Kuchen. Also, Leute, ihr merkt es. Geil. Es ist absolut nerdig, es das Ganze. Aber, es ist aber geil. Da kannst du einen Kuchen backen in der Form des Symbols Pi. Teilweise sind noch Comics dabei. Heute ist Smart Love von Caroline Hofstetter. Caroline Hofstetter. Eine Leseprobe dürfte das sein in dem Fall. Und es gibt dann noch hier so eine Beschreibung. Und da gucken wir jetzt noch ganz kurz rein. Also... Ah, das eine Beschreibung zu... Echt, die machen echt... Nee, ja, ja. Nein. Ja, ja. Ist und ja voll geil. Das sieht dann so aus, ihr seht es. Die Pi-Backform 20 ist. Euro, dann das Glas 15 Euro. Überlegt mal, was das für ein Aufwand das ist, das Shirt 17, also 18 Euro. Die Kubros kosten 8 Euro. Katzenstuhlbeine 5 Euro. Wabelradski aus Polen. Das ist ein Lesezeichen, ein Schallschraubenzieher. Ein Lesezeichen. Okay, den habe ich jetzt tatsächlich nicht erkannt. Das ist ein Schallschraubenzieher. Ich weiß aber nicht, aus welchem... Dr. Who, na klar! Schallschraubenzieher ist Dr. Who, aber den habe ich so nicht erkannt. Muss ich gestehen. Ah, Wandaufkleber Wegpunkt ist das andere Teil.
Ach, okay. Ach, ja. Weißt du, Skyrim, das ist Skyrim. Hab ich nie gespielt. Das ist Skyrim. Jetzt, ja, Skyrim. Ah ja, übrigens, das sind Süßigkeiten aus Polen. Stundenlang gesuchtet und nicht das Symbol erkannt, Alter. Minzige Bonbons mit Erdnuss-Kakao-Füllung. Okay. Minzig finde ich jetzt auch. Ja, Loot Story, Smart Love, das ist die Loot Story Nummer 1. Dann eben noch diesen Button. Ja, mega. Und, krass. Alter, hätte ich geupgradet gehabt, hätte es eines von zwei Star Wars Rebell-Modellen gegeben. Wenn das jetzt eine Upgrade-Version gewesen wäre, oder was? Ja. Ah, ist nicht dein Ernst. Ja. Das heißt, du siehst, was du verpasst hättest? Ja. Geil. Und nächsten Monat eben hier mega. Star Trek. Also ja, die machen sich schon immer ein bisschen Mühe. Hier nochmal ein paar Kuchenrezepte für die Backform. Also es ist schon mega. Ist schon cool. Es ist schon sehr, sehr cool zusammengestellt und das macht mir einfach Spaß. Jeden Monat ein neues Nerdshirt. Einige davon seht ihr dann halt auch wirklich hier bei uns on air. Und manche sagen, sind einfach wirklich nur fürs Regal, wie jetzt zum Beispiel der Kubro. Aber das finde ich geil. Die Stuhlbeinsocken finde ich gerade mega. Tatsächlich habe ich keine Stühle, wo die drüber passen würden, aber wenn du magst, gern geschehen. Dankeschön. Echt, wirklich? Cool, danke. Ja. Hier ist ein Schaltraum hier. Ich habe Stuhlbeinsocken gekriegt. Ihr seht es auch, juhu. Wenn man mal was wirklich nicht verwenden kann. Weil wir, Glennys Stuhl. Ja, hinher. Das ist nicht so viel Skyler. Man hat oft Sachen auch zum Verschenken dann. Das ist halt lustig. Gerade für. Oh, da wird sich mein kleiner Freund. Das ist schön. Aber das. Mega. Das Glas, das ist episch. Weil das ist ich stand episch. Kürzlich im Mediamarkt und da gibt's die auch. Nein. Ja. Wirklich? Und ich habe überlegt, ob ich mir so eins zulege. Das ist aber auch geil. Magst du das mal kurz aus? Nee, ich mach das jetzt nicht aus. Ja, doch. Weil das werde ich definitiv benutzen. Also, es wäre zu schade. Wir können auch kein Bier einfüllen. Oh ja. Alter, guck mal, wie schön. Ah, das ist ein schöner Humpen. Also, das ist ein richtig schöner das Humpen. Das ist schon mega. Also, bei euch spiegelt es jetzt leider viel zu hart. Warte, ich geh noch mal für euch näher ran. Okay, ich hoffe, wir sehen das jetzt, weil wir haben gerade kein Bild, aber egal. Also, mega gut. Ja, ich habe Spaß an sowas. Die App will gerade nicht mehr so wie wir. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, dann halt jetzt hier ohne Entschuldigung für das kleine Fauxpas, das Tablet hat sich aufgehängt, warum auch immer, es korreliert gerade nicht mehr so gut mit der App, deswegen, naja. Lange Rede, kurzer Sinn, ja, hier, also, nochmal, schönes Gas, also, mega. Es sind sehr viele lustige Items dabei, nicht zwingend alles, was man hier brauchen kann, aber das zum Beispiel ist geil, das wird in der Vitrine landen. Ja, und vielleicht gibt es auch irgendwann mal einen Pi-Kuchen, also einen Pi-Pi. Das ist der Pi Pi. Der Pi Pi. Apple Pi Pi. Das ist wieder Trutruthahn. Nee, der Apple. Pi Apple Pi. I got the pen. I got an Apple pen. Ja. I got the pen. Bitte nicht. Ich hege immer, wenn er das tut, den inneren Drang, ihn schlagen zu müssen. Und jetzt hätte ich halt leider Gottes ein schweres. Und das war mit dem Zelda-Glas. Ja, es wäre schade drum. Ja. Ja, wir räumen das einfach langsam aber sicher auf. Wie gesagt, ich habe da tierisch Spaß an so einem Scheiß. Find's super lustig. Schreibt doch mal drunter, wie ihr das gefunden habt. Und vielleicht habt ihr ja auch Spaß an so einem Blödsinn. Dann stellen wir das auf jeden Fall gerne vor. Und auch wenn nicht, vielleicht stellen wir es nochmal vor. Auch wenn ihr das nicht wollt. Weil, ach, wir machen es auch, wenn ihr das nicht wollt. Ja. Na, das ist halt immer, jeden Monat kommt es und du freust dich drauf und denkst, oh, das ja. wird heute dabei sein und mega geil. Und also ich war, ja, vielleicht habt ihr es zusammengerechnet. Ich zahle eben 30 Euro. Die 30 Euro habe ich da dicke raus. Natürlich sind es die VKs, teilweise von dem Shop, logisch. Aber allein das Zelda-Produkt ist ein Lizenzprodukt. Und. Das läppert sich schon. Und ja, ich finde es okay. Ich finde das auch sehr, sehr schön. Jetzt dürfen wir noch ein bisschen dampfen hier, weil es ja doch noch ein Dampfkanal noch. Was heißt noch? Also es ist auch ein Dampfkanal. Apropos Nerdkram. Ja, Dragon Ball.
Hab ich mal wieder. Ich habe ihn jetzt wirklich monatelang bei mir im Schrank gehabt. Ja. Jetzt mal wieder aktiviert. Passt auch gut gerade zum Thema Nerdkram. Auch wenn man kein Nerd ist, da sind immer coole Sachen mit dabei. Aber gerade wie wir, Kinder der 90er, die freuen sich an so einem Käse. Weil es ist einfach geiler Scheiß dabei. Ja, das ist ja einfach so, es erinnert einen, es war so ein bisschen wehmütig, man denkt ein bisschen zurück, so, ah ja, damals Game of Zelda gespielt oder wenn ein Star Wars Teil dabei ist oder was auch immer. Ja, diese, ja, oder solche Gags einfach mit den Nerd-Shirts. Geil, das ist einfach geil. Mega gut. Und es trifft halt einfach auch irgendwie immer, weil jedes Nerd-Shirt bis jetzt war einfach richtig gut. Ja, ja, durchaus. Ich finde es mega. Lange Rede, kurzer Sinn. Falls euch diese Vorstellung hier von der Lootbox gefallen hat, lasst doch ein Like nach oben da oder nach unten. Freut euch für uns mit. Abonniert unseren Kanal. Und damit ihr auch nichts vergesst, dass, falls wir wieder hier was raushauen mit der Glocke und so, bing, bing, ist auch egal. Ja. Ja, Videos kommen immer montags und freitags, jeweils um 19 Uhr. Dampfen ist übrigens erst ab 18. Mittwochs 20 Uhr, Vapor Friends. Livestream. Wanderhorn-Format, wechselnde Kanäle. Einfach mal gucken, wir hauen immer mindestens, also wir versuchen immer einen Tag vorher Ankündigungen rauszuhauen. Ja, ja, und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns auch wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen zur Reloop Show. Ciao und reingehauen. Bam. Ich habe noch mal einen Zwischenmove reingemacht. Ja, ich habe es gesehen. Ciao und... Hier. Ciao und... Können wir jetzt dampfen? Egal. Ich wollte das gar nicht. Ich weiß das nicht. Wie die Kamera aus dem Nebel so wieder auftauchte. Mega. Ach, schön.